Hallihallo und herzlich willkommen hier zum vierten Spiel aus dem Viertelfinale der Nerdstar Euro 2016. Und wir haben eine spannende Partie wieder mal für euch hier parat. Auf der Seite 1 ist die Türkei von Chris repräsentiert. Es wird sich nochmal mit einem dicken Döner aufgewärmt. Auf der anderen Seite die Franzosen, Tobi. Mit einem dicken Baguette. Das wird sich gestärkt vor dem Spiel. Man geht hier also nicht mit leerem Magen auf den Platz. Vielleicht sollte man den Wein vorher weglassen. Sonst wird das Geweine groß sein während des Spiels. Nein. Jetzt mal über die Mitte. Oh. Aber gar keine Gefahr für Kivrak. Bisher ein eher mittelmäßiger Kick. Was ist denn da los? Der Rasen muss brennen. Bisher brennen nur meine Augen vom Dönergeruch. Das war der Pfiff, der Schlusspfiff der ersten Hälfte. Bisher torloses 0:0, was wir hier geboten bekommen haben. Ein eher langweiliges Spiel. Und doch geht es für beide Mannschaften um so viel. Nein, was mache ich denn? Der war gut. Eine sehr gute Chance und dann mit einem Pass zum gegnerischen Torhüter abgeschlossen. Auch eine Variante. Auch in Hälfte 2 hier kein besonders sehenswertes Spiel. Nein! Ja. Oh. Nein, das gibt's doch nicht! Starker Abschluss. So an der ein Stelle Scheiß! Knapp noch drüber gelenkt. Da will ich aber nochmal eine Wiederholung von Keeper sehen. Keeper der Türken. Offensives Spiel hier vom französischen Torwart. Eröffnet damit toll das Spiel! Und er beschafft den Franzosen die nächste Möglichkeit. Giroud war das hier, glaube ich. Knapp rechts am Tor vorbei. Trotzdem nur noch knapp 3 Minuten in dieser Halbzeit zu spielen. Und da ist der Schlusspfiff. Wir gehen in die Verlängerung. Die Franzosen spielen jetzt, anders befreit auf. Was war das wieder für eine Flanke von mir, Alter? Nein. Und nochmal, Nachschuss. Ja, es geht doch. Ja, Mann. Alter, da ist der Treffer. Darauf erstmal. Genüsslich ein Schluck Rotwein. Türkei. Wir schauen uns nochmal in der Wiederholung an. Scheiße. Du hast ja deinen Brusthaar verloren. Schön platziert ins linke Eck, halb hoch. Und für den Torwart, der sieht den Ball ganz ich ganz spät. Ich habe ja vorher schon gesagt, sehr ich habe nur schwer zu halten, weil den kann hier keine Vorwürfe verliert machen. Und einfach auch schön verwandelt an der Stelle. Interessant, was der Coach hier seinen Spielern mitgegeben hat, dass sie noch mal so ein schöner Saltfalz hier an dieser Stelle. Nein! Oh. Aber ihn dann versagen da die Kräfte. Och, scheiße! Jawohl! Den hält er sicher fest. Das war die letzte Aktion des Spiels. Keine Nachspielzeit mehr. Und damit haben wir den letzten Halbfinalteilnehmer auch festgelegt. Es sind die Franzosen. Jawohl! Schönes Spiel. Hier geht die Pumpe. Es geht, ja. Ich spüre förmlich noch die Aufregung und die Anspannung des französischen Spielers, der hier verantwortlich war für eine wirklich souveräne Verlängerung, aber ein doch durchwachsenes Hauptspiel. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich hatte die Türkei gar nicht so stark eingeschätzt am Anfang. Ich glaube, das hat mir fast das Genick gebrochen. Haben wir zwei verschiedene Spiele gesehen? Oder? Ja, warum? Ich bin nicht vorgekommen. Du aber bei mir auch nicht. Also warst du stärker, als ich erwartet habe. Also ich hatte eigentlich versucht, mit dem Döner und dem Tzatziki seine Jungs abzulenken, aber ich glaube, da haben sich eher meine Jungs von abgelenken lassen. Ich glaube, die haben einfach nur meinen Alkohol gesehen. Der Trick ist, glaube ich, völlig in die Hose gegangen. Ich glaube, ich hätte mal vorher einen Schluck von Dem guten Rotwein. Von dem Gegners Wein. Nochmal vor dem Spiel essen oder danach? Beides. Beides. Und währenddessen eigentlich auch, aber guck mal. Geht man, aber leider nicht so einfach. Man kommt ja zu nichts. Nee. Trotzdem, schöner Kampfgeist hier von der türkischen Mannschaft, schöner Einsatz und auch schön, das Land repräsentiert das eigene, beide Mannschaften in der Hinsicht ganz, ganz tolle Leistungen erbracht, muss man einfach sagen. Ich bin gespannt, was die Franzosen im Halbfinale da möglicherweise nochmal drauflegen können. Aber wir müssen an dieser Stelle abschalten und verabschieden uns von dieser Turnierrunde. Vielen Dank an die beiden starken Kontrahenten. Ich sage tschüss, wir sehen uns dann im Halbfinale der Nerdstar Euro 2016. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.